Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch in Columbus und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Wir sind jetzt bei 6 von 12. Im Idealfall ist das die 7. von 12 benötigten fürs persönliche Ziel. Grand Island war zu nah, ne? Ja, 62 Meilen. Norfolk waren wir noch nicht, aber Norfolk ist noch näher als Dingens. Grand Island. Also wir müssten eigentlich wirklich nach North Platte, Sydney, Aliens oder Chadron. Dementsprechend wäre das wahrscheinlich Aliens. Dann würde ich sagen, fahren wir Gabelstapler 300 Meilen. Ja, wobei wir gucken erst nochmal. Vielleicht haben wir ja noch eine von den neuen Frachten so gesehen. Wir hätten hier einen Raumcontainer, den ich auf Alpha noch nie gefahren bin. Dann würde ich sagen, glaube ich, fahren wir dann eher den, auch wenn wir dafür ja fast gar nichts bekommen. Ja, er wird es werden, der 31.000 Pfund schwere Raumcontainer, den wir von der Taylor Construction Group nach Johnson & Smith fahren für knapp 10.000 von Columbus nach Aliens. 298 Meilen. Ich glaube, wir können da 6,5 Stunden können wir noch fahren. Den wollen wir mal. Weit haben wir es? 11 Meilen. Den Ort dürfen wir noch kennen. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt noch dass es im Hintergrund quasi jetzt noch ein bisschen mehr Geräuschkulisse ist, als jetzt der Rechner selber. Weil ich jetzt gerade nebenbei quasi direkt vor dem Mikrofon, also direkt vor dem Mikrofon, also ne, ich bin mehr oder weniger direkt vor dem Mikrofon, aber quasi so im, was ist das? So im vielleicht 110 Grad Winkel zum Mikrofon. Die Vorderseite des Mikrofons ist gerade der eine Laptop am Rendern. Der erste Testlauf. Also was heißt Testlauf? Ich habe einfach schon mal direkt eine volle Länge genommen. Also das dauert jetzt auch noch gerade 8 Stunden, bis es durch ist circa. Das 7 Stunden Video und dann schauen wir mal, wie, ob es brauchbar ist oder nicht. Wenn es brauchbar ist, dann ist es perfekt. Er hält bisher durch. Ich bin jetzt, boah, wie lange bin ich jetzt dabei? Ich habe auf Uhr schauen sollen, wa? Locker eine Viertelstunde auf alle Fälle. Er ist zwar schon heiß, aber nicht wirklich heißer geworden, als, also nicht wärmer geworden. Also er ist nicht mal heiß, er ist eher warm. Dementsprechend scheint es ja ganz gut zu laufen. Hoffentlich. Wie gut das dann läuft, werde ich dann im Endeffekt dann sehen. Ich hoffe auch, dass es dann im Nachhinein weniger Probleme gibt. Also, ich wollte ursprünglich das mit Premiere Pro machen, also Premiere Pro 14, glaube ich. Also es dürfte sogar noch von, weiß ich nicht, was von 2014 war oder was weiß ich. Aber schon älter. Allerdings wollte das nicht. Es hat behauptet, dass die Datei entweder beschädigt ist, was halt obviously nicht ist, oder halt ein falsches Format ist. Und naja, ich sag mal so, ich bezweifle vor allem, na, ich bezweifle, dass MP4 ein nicht gedingstes Format ist für Premiere. Also von daher einfach nicht möglich. Deswegen musste ich einfach nochmal Wondershare Filmora runterladen. Wenn mir da kein Wasserzeichen ist, habe ich mich dann wieder angemeldet. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt gleich parallel dazu Wondershare Filmora hier auf dem Rechner nutzen kann, damit ich das eine Video
Da bin ich als gestrige Video bearbeiten und rendern kann, weil das habe ich nämlich auch noch nicht getan. Bin nicht so gekommen. Und ich weiß nicht, ob man es mal gehört hat, aber ist es gerade ein Gewitter aufgezogen. Ich habe mir schon vorher überlegt, ob es vielleicht Gewitter ist. Habe aber nicht auf dem Radar geschaut. Also, es ist jetzt auch eine Viertelstunde her, wo es so gefühlt war, als ob es Gewitter ist. Aber war ja auch angekündigt und jetzt ist gerade wirklich da. Aber wahrscheinlich hast du das eh nicht gehört. Werden wir dann ja sehen. Hören. Stay left and then turn left. Na klar. Oh, kann einfach doch noch gar nicht. Ich nehme alles zurück. Gut, wir können auch kennen. Oh. Auch wieder hier so eine schöne Baustelle. Was da immer jetzt hier im Wohngebiet gebaut wird, das scheint ja auch ein Neubaugebiet zu sein. Ein paar mehr Häuser. Aber ich finde das cool, so mit diesen Baustellen und so weiter. This is where it ends. Das ist schon cool. Was soll ich jetzt so machen? Aber sind jetzt zum Glück Bobtail. Aber es wäre schon nice, wenn. Okay, ich glaube, ich muss echt nochmal pennen. Also, das schaffe ich nicht dahin. Na, doch. Easy going. 298 Meilen. Wir schauen uns mal die Strecke an. Wir fahren den Highway 30 gen Grand Island. Fahren dann von Grand Island auf den Highway 2. Fahren wir dann den kompletten Highway 2 nach Aliens. Nice. Alles Landstraße, also Landstraße, ne? Quasi unsere Landstraße. Amerikanischer Highway. Turn right. War ein bisschen dumm, jetzt hier das so zu machen. Ja, man schließlich auch KI-Verkehr. Aber schön, dass wir jetzt hier so ein. Jetzt gleich nochmal Raumcontainer transportieren. Immer mal wieder was Neues, ist auch immer wieder schön. Tanken muss ich auch noch nicht wieder. Wir haben schon wieder viel Tank verbraucht. Haben wir nicht vor kurzem noch getankt? Dann bin ich einfach blind. Ich glaube, ich bin blind. Ich habe einfach geguckt. Nevermind.
wenn man links guckt und nicht rechts. Oh, 65. Können wir schon wieder so schnell fahren, wie wir von nur fahren können. Jetzt sind wir bei 8:44, also ich weiß nicht. Kann gut sein, dass es. Wir haben jetzt gerade 15 Uhr. Das sind 9 Stunden. Aber ich schätze mal, dass sie vielleicht gegen Mitternacht oder so durch ist. Man ist ja nicht schlimm. Prinzipiell kann ich den. Laptop ja auch, wenn das funktioniert, wenn nicht überhitzt und so weiter, kann ich den ja auch bei Nacht laufen lassen. Dann komme ich oft mal wieder zu Sachen. Ich muss zwar gleich nochmal den Stick rausnehmen und diesmal aber krampfhaft dann eher versuchen, jetzt hier gleich wieder an den Rechner anzuschließen. Stay right. Diesmal aber im besten Fall oben, wo schon Kabel drin war, dass ich das Kabel rausnehme, weil als ich gerade eben den USB 3.0 Stick an den letzten freien USB 3.0 Slot reingepackt habe, der neben dem USB 3.0 Nano Adapter Bluetooth Adapter Bums da ist, für die Kopfhörer, dann wollte der nicht mehr, funktioniert den Kopfhörer nicht mehr. Deswegen wir jetzt mal oben jetzt gleich reinmachen. War auch überhaupt nicht schnell, lustigerweise, zu downloaden. Erster Abfall in Grand Island, Corner of Castell 10 von 12. Also. Vor allem jetzt auch irgendwie so, keine Ahnung. Wie viel war das? Ich glaube, unter 10 Megabyte. Pro Sekunde. Ich hoffe mal, dass es gleich funktioniert. Nebenbei noch am Laptop, ach am Rechner hier, Wondershare Filmora zu nutzen. Das wäre nämlich super, dann kann man das in der Zukunft auch. Wir sind auf 30, glaube ich, hoch jetzt, ne? Ne, 35. Okay, ich bin. Wir dürfen vielleicht auch eh nur zu 25 fahren, deswegen bleibe ich jetzt schon mal 25 und gehe vielleicht ein bisschen Normalgas. Weil zukünftig dann prinzipiell sogar eventuell. Wir dürfen sogar noch 35 fahren und nicht nur 25. Go straight. Ah, da kommen wir 25. Wie zu erwarten. Da kommen wir nicht auf alle Fälle der Stelle vor, wenn ich dann irgendwann nicht mehr täglich hier irgendwie ATS oder ETS 2 durch die Events habe. Ich rendere. Go straight. Und die Tiere, dass ich dann beidseitig rendern kann. Dann wird der Stapel hier auf alle Fälle weniger. Caution. Please mind the speed limit. Ja, an aus ist glaube ich eine gute Sache. Wenn die adaptive Geschwindigkeitsregulierung gerade nicht kickt. Caution. Please mind the speed limit. Ja, wir dürfen noch 35.
Wo ist das Problem? Stay right and then exit right. Exit right. Na, bleiben wir bei 35. Stay right and then turn right. Turn right. Go straight. Vielleicht mal ein bisschen darauf achten, wenn ich jetzt mich hier aufs Fahren konzentrieren muss, wie lange es dauert von 1% zum nächsten. Kann ich es ungefähr einschätzen. Wie lange es ungefähr dauern wird. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Bewegung an, wie viel Bewegung im Video ist, aber wird sich wahrscheinlich. Darauf achte, demnächst ein bisschen weniger werden. Schön bin ich an den Bahnschienen entlang. Kurzer Zug. Das war wieder ein Bahnübergang, der eine Bahnstrecke, an der vorbeifahren, wo man auch überfährt. Alles schon schön. Wir fahren sogar in den Tag hinein. Gibt auch irgendwie Sinn, weil wir auch in der Nacht reingefahren sind, von daher. Zeitlich gesehen sind wir noch gut im Rahmen. Sehr gut. Stay right. Stay right.
straight. Ich mache gerade gar nichts anderes. Wir sind in Ashley, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, da kommt die Sonne auch wieder hier draußen raus, also Gewitter war kurz. Dann waren wir zur nächsten Kleinstadt. Während wir uns hier so ein leichtes Kopf an Kopf rennen mit dem. Dem Güterzug widmen. Oh, der macht aber eine scharfe Kurve und geht nach oben. Oh, oh Gott. Kann ich gar nicht hingucken. Aber scheinbar ist er jetzt gerade, oder kommt er jetzt wieder hierher oder verschwindet er in der Pampa? Na, da führt er vielleicht doch nochmal hierher. Aber er wird einfach deutlich schneller in Alpha-Zeichen für ihn. Wahrscheinlich fährt er 55, I guess. 55, 60. Von der Kurve kann man nicht überholen. Das muss man ausbremsen. Sind wir auch auf dem Highway? Da bleiben wir dann noch lieber hinter ihm. Und wir holen nicht. Dürften wir auch bald wieder in das nächste Dorf kommen. Ich glaube, es war ja nur so 40 Meilen entfernt. Ja. Okay, vielleicht doch noch nicht. Zwei verschiedene Flüsse, okay. So viel konnte ich jetzt erkennen. Ich wollte gerade fragen, wie man jetzt hier wieder auf die Bahn kommt, aber okay, da kann man die Auffahrt. Hätte ja auch sein können, dass es einfach komplett überwachsen ist. Irgendeiner Viewpunkt. Jetzt auch schon mehr als die Hälfte des Weges haben wir jetzt zurückgelegt.
War das gerade ein Drache auf der rechten Seite bei Tanke? War das 35? Ja. Go straight. Und da beschleunigen wir mal wieder. Und dann dürften wir jetzt gerade in die Sand Hills reinfahren. Es ist aber auch eine geile Landschaft. Schön mit der Zuglinie entlang. Also das wäre auch so ein, also so zu bedienen, was man jetzt hier gerade sieht und so. Ich weiß ja natürlich nicht, wie das in Realität ist. Das Zugnetz hier in Nebraska oder Sand Hills oder ob das überhaupt interessant ist. Aber tendenziell könnte ich es mir auch relativ gut vorstellen. In dem einen oder anderen Zugsimulator. Natürlich nicht so legendär wie die Horseshoe Curve. Horseshoe Curve. Aber viel Wasser hier. Vielleicht keine Seen, keine Tümpel. Flüsse. Wie jetzt da rechts von uns. Fertig. Caution. Please mind the speed limit. Von 30 habe ich gar nicht gesehen. Wäre hier so ein schneller Umschlagplatz. Ah, schön aus, alter Traktor. Dann ist schon alles schön hier. Alles gut, noch 45 Minuten. Wir haben ja dicke Zeit wieder gut gemacht. 37 Meilen bis Johnson and Smith in Aliens. Den wir dann abgeliefert haben, können wir uns dann auch wieder unseren wohlverdienten Schlaf gönnen.
Seit dieser Aufnahme sind es mittlerweile 4% dazugekommen, by the way. Also wahrscheinlich gleich nochmal 5. Ja. Ich schätze mal 1% alle 10 Minuten oder so. Würde dann 6% pro Stunde machen. Im schlimmsten Fall. Ist immer noch mal über 8 Stunden, von daher. Wird vielleicht auch so ein Ding, was erst um 2 Uhr fertig ist. Hä? Achso, ein Foto machen. Davon. Wahrscheinlich hier von dem Ding und nicht von... Oh Gott. Turn left. Dann müssen wir jetzt mit der normalen Bremse bremsen, weil wir sonst nicht mehr runterkommen. Campingplatz. Werkstatt. Daher ohne Schlafmöglichkeit. Die muss ich auch gleich nochmal suchen. Get ready to turn right. Turn right. Ist ja schon hier. Was a nice ride. Auch sehr schön hier mit den Umschlagplatz für die Güterzüge. Oha. Na gut, wir machen einmal ein Ründchen, ne? Ich kann mir gar nicht anders sein als von Ford. Never freaking mind. Wenn wir nochmal umdrehen, kommen wir raus. Also fahren wir jetzt gleich rechts rum, was ja auch ein unentdeckter Weg ist, aber okay, wir sind nicht hoch genug. Also drehen wir hier rüber. Passage auf der Karte aktualisiert, genau. Das eben hier rüber. Schaffen wir es hier auf dem Stand zu drehen? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Darauf geht schon wieder die Schranken wieder runter. Den da reinzubekommen ist ja auch ist gleich witzig. Weil wir haben Platz nach hinten.
Der Pfeiler ist halt ein Problem hier. Wir könnten prinzipiell. Ist ja die Frage, ob wir hochkommen, ne? So, für überhaupt spielmechanisch runterkommen? Natürlich nicht. Warum habe ich eigentlich gedreht? Ich bin recht rückwärts gefahren. Wäre halt. Ich habe es mir einfach wieder so kompliziert gemacht, ne? Aber es wirkt halt, als ob man da hinten rumfahren könnte. Ja, gar kein Problem. Gut, nicht perfekt, geht noch besser, aber machen wir mal. Müsser steht auch noch pennen. Ausgezeichnet. Raumcontainer von Columbus. Lichtgänge ausmachen. Nach Aliens geliefert. Gefahren. Strecke 314 Meilen. Dauer 38 Minuten. Verbrauchte Kraftstoff 45,6 Gallonen. Das war doch 176. Der erledigt. Der ATS-Wirtschaftsauftrag. Wie gesagt, es gab 9700 Dollar dafür und 672 Erfahrungspunkte. Nee, der ist ja noch sehr lauwarm. Der Laptop. Ja, wir fahren einfach denselben Weg wieder raus. Diesmal zu Ende. Also wäre schon da. Beim Schlafplatz. Diese Fahrt wird dann wahrscheinlich eher Richtung Grand Island vielleicht gehen oder North Platte. Nach Shadowrun geht es auf alle Fälle nicht. Das ist cool hier durch Aliens. Oh je. Da muss ich jetzt committen. All das ist cool bei Aliens, bei den Kopfsteinpflaster. Aber was ist Kopfsteinpflaster, ne? Ist ja kein wirkliches Kopfsteinpflaster, so wie wir es kennen, aber mit dem Pflasterstein halt. Wow, der ganze Parkplatz für uns. Ah, der Naudi, das mit den neuen Staubpartikeln schon weiß. Wir können einfach mal gucken. Streckenmäßig. Also Shadowrun ist zu nah. Ich habe 47 Meilen. Sydney ist auch zu nah. 59 Meilen. North Platte würde gehen. Wo waren wir denn noch nicht? Grand Island würde gehen. Das wären dann 4 oder was war das 5. McCook, ach Norfolk meine ich. Norfolk würde auch gehen. Also wir haben ein bisschen Auswahl.
ob die Auswahl denn auch gut ist und wir was bekommen, sehen wir dann im nächsten Video. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder vom Trade Connections Switzerland Event im Old Racing Motor 2. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.